Tragödie. Zwischen zwei Sachen von starkem Wert entscheiden, in Klammern tragischer Konflikt, Entscheidung immer falsch. Dieses Buch, Der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt, Friedrich Dürrenmatt, habe ich ja bei Medibof bestellt und ich habe festgestellt, dass es wohl von jemandem genutzt worden ist, der das Ganze in der Schule behandelt hat, denn überall sind kleine Anmerkungen hingeschrieben worden und die paar Zeilen sind am Ende des Buches eingetragen worden und haben mich zum Nachdenken angeregt. In diesem Buch geht es, wie der Titel schon sagt, um den Besuch der alten Dame, nämlich Claire, die ihr altes Dorf, Stadt, was auch immer, Güllen besucht und dort sehnsüchtig erwartet wird, denn Güllen steckt in einer starken, starken Finanz- und Existenzkrise. Ja, die Stadt ist komplett heruntergewirtschaftet, alle Leute sind ein wenig verarmt und da Claire eine alte Bewohnerin des Dorfes ist und es durch ihren Lebenswandel zu Reichtum geschafft hat, also Milliardärin ist, hoffen die Güllner natürlich jetzt eine Finanzspritze zu bekommen. Claire wird ganz herzlich am Bahnhof empfangen und dort ist auch ihr alter Jugendfreund Alfred Ill zugegen. Und schon bald stellt sich heraus, dass Claire sehr wohl bereit ist, eine Milliarde zu spenden. Und zwar jeweils 500 Millionen an die Stadt und 500 Millionen auf die einzelnen Haushalte verteilt. Und alle sind natürlich überglücklich, doch an dieser Milliarde hängt eine Bedingung. Und zwar möchte sie, dass das Dorf Alfred Ill tötet. Denn Claire war damals von Ill schwanger und Ill hat sich nicht zu diesem Kind bekannt. Und so musste sie wegziehen und hat das Kind auch bekommen, ist aber gestorben und wurde danach Prostituierte und lernte irgendwann einen Milliardär kennen, von dem sie dann reich erbte. Und so gelang sie zu Reichtum, doch sie hat Ill nie vergeben. Und deshalb verlangt sie nun seinen Tod im Gegenzug zu der einen Milliarde. Im ganzen Buch, wie ich finde, wird diese Spannung wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Also man hat als Leser wirklich selber das Gefühl, dass es kann doch alles so nicht richtig sein, wie es läuft. Man sieht auf der einen Seite den Konflikt zwischen Alfred und Claire. Natürlich ist es eine tragische Sache, dass er sie damals geschwängert hat und sie dann sitzen gelassen hat und sie halt in die Welt hinausziehen musste und dann diesen Lebenswandel hatte. Allerdings muss man dazu sagen, sie waren beide sehr, sehr jung und jetzt nach 50 Jahren kommt sie wieder. Und auf der anderen Seite der Konflikt, dass die Stadt kein Geld mehr hat, wirklich sehr, sehr heruntergewirtschaftet ist und sie dringend eine Finanzspritze brauchen, weil es denen früher wirklich gut ging. Und jetzt kribbeln sie quasi am Existenzminimum und erhoffen sich natürlich von Claire dieses Geld. Ja. Und das ganze Buch über wird halt das ständig abgewogen, aber Ill kommt schnell dahinter, dass irgendwie die Menschen sich doch beeinflussen lassen von Claire, auch wenn die erst geschlossen hinter ihm stehen und sagen, nein, das können wir nicht tun, das ist unmoralisch, ja. Und die Situation wird immer mehr zugespitzt und je länger das Buch dauert, desto mehr sind die Leute wohl der Meinung, dass Ill ein Verbrecher ist und dass sie ihn nicht unter sich dulden können und dass sie doch dieses Geld ganz gut gebrauchen können. Wie gesagt, finde ich diesen Konflikt, was hinten drin stand, Tragödie, es gibt jede Entscheidung ist falsch, finde ich, passt zu diesem Buch überhaupt nicht. Es ist eine als tragische Komödie deklariert und ich finde, dass die Definition, auch wenn sie natürlich die schulische richtige Definition dazu ist, passt dazu nicht. Denn in diesem Buch gibt es sehr wohl eine richtige Entscheidung. Ich finde, wie Ill dargestellt, klar hat er einen Fehler gemacht und klar, er war jung damals. Aber wenn man das so auf die heutige Zeit projiziert, ich meine, es hat ja auch so, spielt so in den 1950er Jahren, wenn man das auf die heutige Zeit projiziert, ich meine, wie viel, nur weil ich eine Milliarde habe, soll ich denn, nur weil damals irgendwas zwischen mir und einem anderen Menschen vorgefallen ist, lasse ich das durch andere lösen und allein durch Geld. Also bitte, es gibt auch irgendwann eine Zeit. Entweder man verzeiht es oder man lässt es einfach oder man lebt mit diesem Groll, aber so wie Claire handelt, finde ich, ist komplett falsch und so wie die Güllner sich beeinflussen lassen, ich glaube, der Autor sagt am Ende des Buches, dass er selber nicht wüsste, wie er handeln würde, wenn er Güllner wäre oder in dieser Situation stecken würde. Aber ich glaube, dass die Güllner so ziemlich sich sehr haben beeinflussen lassen wollen. Sie haben vieles auf Pump gekauft, weil sie halt schon der Meinung sind, dass sie das Geld bekommen. Und ja, ich fand das so ein bisschen, naja, also für mich ist das ist schwierig, denn für mich gibt es wirklich nur eine richtige Entscheidung. Claire wiederziehen zu lassen, ohne die Milliarde anzunehmen. Denn ein Menschenleben ist mehr wert als eine Milliarde. Insgesamt hat mir dieses Buch gut gefallen. Nicht sehr gut, aber gut.
Ja, es war wirklich den Hinweis wert und ich bedanke mich dafür, dass ich dieses Buch lesen durfte. Es hat mir sehr viel von der Sprache und von dem Stil, in dem er das schreibt, beziehungsweise in den Dialogen, ja, finde ich sehr gut. Es ist oft sehr witzig. Ein bisschen hat mich das an Alice erinnert. Und zwar hat sie ja diese zwei blinden Pagen und die haben mich sehr an Diddle Dumm und Diddle Dei erinnert und sie ist halt diese Herzkönigin und ich fand das irgendwie, also es hat mich, habe ich so diesen Bezug zugezogen, auch weil die beiden so ein bisschen trottelig sind und ja, also wie gesagt, das Buch hat mir gut gefallen. Ich lese jetzt auch noch bald die Physiker, die habe ich mir nämlich auch noch gekauft. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.